zwar mit John. Und wir müssen kurz umstöpseln, weil wir dann in ein Skype-Gespräch mit Dimitri gehen. Der befindet sich in Brüssel. Und genau. Ja. Also ich will eigentlich gar nicht viel erzählen. Ich will mich nur für den langen Titel entschuldigen. Das ist, das war ich. Also nicht Bernd. Bernd erzählt euch jetzt was Inhaltliches. Ich sage nur sorry für den langen Titel. Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Also ich kann entweder eine super langwierige, nicht unbedingt langweilige, aber doch ziemlich deprimierende Geschichte erzählen oder ein Märchen. Okay. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von Sterntaler. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, also es war einmal ein kleines Mädchen, bei dem war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, kein Bettchen mehr darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr hatte als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es gab dann alles her, da saß jemand und der hatte Hunger und gab das Brot her, dann saß jemand, dem war ein bisschen kalt auf dem Kopf, da gab sie die Mütze her und hat gesagt, dunkel ist eh, geben sie das Kleid auch nochmal her. Und wie es dann so stand und so gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und es waren lauter blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an und das war von allerfeinstem Linnen. Da sammelte es die Taler hin und war reich für seinen Lebtag. Die gleiche Geschichte erzählt auch die Europäische Kommission. Da geht es allerdings nicht so sehr um Sterntaler, sondern da geht es um Urheber. Da geht es um Künstler, die die sogenannte Value Gap Hypothese. In der Geschichte der Europäischen Kommission wird Sterntaler das Brot und so nicht so von sich aus teilen, sondern da sitzen Leute am Wegesrand, die quasi unlizenziert entreißen. Es gibt Unternehmen, die mit Inhalten von Künstlern Geld machen. Da ist vor allem an YouTube und Facebook zum Beispiel gedacht, die diese Werke aufbereiten, in einer bestimmten Form darstellen und daran verdienen. Hat die Europäische Kommission schon eine ganze Weile eine sogenannte Digital Single Market Strategie gestartet und da geht es in erster Linie um sogenannte Appropriate Remuneration, also angemessene Vergütung. Jetzt hat sich die Kommission dann hingesetzt und hat sich gesagt, na gut, wie können wir denn sicher gehen, dass einerseits die Urheber daran beteiligt werden, dass wenn dort online ihr Content dargestellt wird und andererseits, wie kann denn verhindert werden, dass unlizenziert, also dort, wo Leute nicht daran verdienen oder zumindest nicht die eigentlichen Urheber, wie das verhindert werden kann. Und hat sich dann überlegt, das wäre doch eine feine Sache, wenn man nicht nur das aktuell wirksame System hätte, also es gibt eine Urheberrechtsverletzung, dann gibt es eine Notice vom Rechteinhaber, das darf da nicht stehen, dann guckt sich der Seitenbetreiber das an und nimmt es im Zweifelsfall runter. Wenn er das nicht tut, gibt es auf den Deckel. Sondern, wenn das von vornherein verhindert werden könnte, mittels sogenannter Upload-Filter. Jetzt ist das Problem an der Nummer, wir hatten gerade schon das Thema Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, so eine Upload-Filter sind eine ziemlich bescheuerte Sache. Die sorgen nämlich dafür, dass erstens eine Zensurinfrastruktur geschaffen wird, dass also jeder Upload von nutzergenerierten, oder alle von allen Plattformen, die mit nutzergenerierten Content arbeiten, wir denken an Hoster, wir denken an sowas wie Dropbox, wir denken an soziale Netzwerke, wir denken aber eben auch an die Wikipedia und an Wikimedia Commons und an ganz viele tolle andere Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen, die davon betroffen wären. Erstens, die müssen es bezahlen, die müssen so einen Filter erstmal kaufen und einrichten oder mieten. Ist auch ziemlich teuer, ich glaube, also das Mindeste sind 1.000 Euro im Monat plus 2.500 Euro Einrichtungsgebühr. Ich weiß nicht, wer von euch ein Forum betreibt oder ähnliches. Könnt ihr nochmal durchrechnen, ob sich das lohnt. Zum Zweiten, stellt euch jetzt mal vor, der Stiefvater von Sterntaler hat eine ziemlich große Keule. Und in dem Moment, wo ihr so einen Upload-Filter nicht installiert oder wo der Upload-Filter, den ihr da eingerichtet habt, nicht ordentlich das wegfiltert, was da so der urheberrechtlich geschützte Content wäre, zieht ihr euch damit juristisch eins ziemlich über den Schädel. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt einfach alles wegblockt, was irgendwie mit Urheberrecht zu tun haben könnte, da steht keiner mit einer Keule. Mit anderen Worten, ihr werdet eure Filter maximal sensibel einstellen. Jetzt gibt es aber auch so, jetzt stehen wir wieder auf der anderen Seite und sagen uns, ja Moment, das gibt doch aber auch so sogenannte Schranken des Urheberrechts. Es gibt, also ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Memes verwendet? Das ist im Prinzip eine Urheberrechtsverletzung.
Das könnte dann wunderbar weggefiltert werden. Es gibt, wir haben 1000 Beispiele, wo Filter nicht ordentlich funktionieren. Es gibt, gibt die dollsten Sachen, wo, ja, wo zum Beispiel sowas wie eine NASA-Mars-Landung, die ja eigentlich an sich Public Domain ist, aber weil das irgendwann mal in einem Nachrichtenbeitrag verwurstet wurde, dann, wenn jemand anderes diese gleiche Landung wieder hochlädt, der Nachrichtenrechteinhaber da rauf geht und sagt, dieses Video darf da nicht stehen. Völlig bescheuert, es gibt sehr viele dysfunktionale Filter und naja. Jetzt gibt es also diese beiden Geschichten, gibt es diese beiden Seiten. Einerseits das Märchen vom Sterntaler, die Urheber, die da mehr bezahlt werden müssen, und andererseits alle anderen, die sagen, das Internet soll bitte noch funktionieren. Und da musste man irgendwie einen Kompromiss herstellen. Da gab es die Berichterstatterin im Europäischen Parlament, Frau Comodini, die ist sie nicht, aber wir sind bei Märchen und wir sind bei Königsfamilien, die dann eben einen entsprechenden Kompromissvorschlag dort hergegeben hat. Der Kompromissvorschlag, der klang schon mal gar nicht schlecht. Da ging es dann eben in erster Linie, where information society service providers are actively and directly involved in the making available of user-uploaded content to the public and where this activity is not a mere technical, automatic and passive nature. Mit anderen Worten, da wo die Plattform aktiv kuratiert eingreift, nicht nur Sachen hochladen lässt, so wie zum Beispiel bei einem Tumblr, sondern das aufbereitet, wie eine Nachrichtenseite es auch machen würde und aus dieser Aufbereitung, aus der Darstellung und an den ganzen Klicks irgendwie verdient. Dort muss dann eben so eine Vorfilterung oder appropriate measures, was auch immer das heißen soll, also muss eine Urheberrechtsverletzung irgendwie verhindert werden. Alle anderen nicht. Da könnte die Geschichte jetzt enden. Jetzt wurde Frau Comodini leider ins maltesische Parlament gewählt, hat ihren Parlamentsposten in Europa dann gelassen, auch ihre Berichterstatterrolle für die Urheberrechtsreform. Auftritt Prinz Charming. In dem Fall ist Prinz Charming der EVP-Abgeordnete, der deutsche Abgeordnete, also CDU in Deutschland, EVP ist Mitglied der EVP-Fraktion in Europa und dort Vorsitzender des Rechtsausschusses, Axel Voss. Das Erste, was er gemacht hat, ist also natürlich erstmal ein paar gute Interviews gegeben. Fundierte Urheberrechtsregeln stellen einen wichtigen Faktor für Kreativität dar, stimulieren Investitionen und den Kreativsektor. Unser Ziel ist es, den ausgewogenen Ansatz der neuen Gesetzgebung zu stärken, dafür zu sorgen, die neuen Urheberrechtsvorschriften neue technologische Entwicklungen nicht behindert werden. Ja, Netzpolitik bilanziert ein paar Wochen später. Voss schaffte es innerhalb von Tagen, den gewissenhaft vorbereiteten Ansatz von Frau Comodini-Cashier auszusetzen und setzt sich nun für eine einseitige restriktive Richtlinie ein, die wenig Chancen hat, eine ordentliche rechtliche Überprüfung zu überstehen. Mit anderen Worten, Kompromissvorschlag abgeräumt, sind wir wieder bei der gleichen Geschichte mit Sterntaler und der großen Keule. Das war der Stand von jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube so um den 23. Februar, wo er dann endlich seinen Kompromissvorschlag vorgelegt hat. Jetzt könnte man sagen, gut, Axel Voss ist ein deutscher Politiker und es gibt jetzt eine große Koalition und was sagt die eigentlich dazu? Die große Koalition oder die geplante, die hat in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, Upload-Filter, also auch nach heftigem Lobbying von einigen NGOs und auch einigen anderen, also zum Beispiel Bosch hat eine große Kampagne dazu gemacht und eben gesagt, das ist das Ende von offener Software. Das funktioniert alles nicht mehr so. Also wenn man da Open Code Sharing Plattform zum Beispiel hat, das funktioniert mit Upload-Filtern nicht. Die Koalition hat dann da in ihren Vertrag geschrieben, Upload-Filter, blöde Idee, kann man nicht machen, ist ein unangemessenes Mittel. Dann würde man doch jetzt vermuten, wenn CDU und SPD zusammen regieren und zusammen eine Koalition eingehen und entsprechendes in den Koalitionsvertrag schreiben, dass CDU und SPD-Ministerien, sobald sie eine Stellungnahme auf die Frage der bulgarischen Ratspräsidentschaft abgeben, ob Upload-Filter eine gute Idee sind oder nicht, dann eben entsprechend sagen, nein. Ja, leider nicht. Also wir haben einen offenen Brief aufgesetzt mit sehr vielen Organisationen, die auch teilweise hier vertreten sind, wo wir nochmal gesagt haben, was für eine blöde Idee Upload-Filter wären. Am selben Tag haben die Ministerien unter Federführung des Bundesjustizministeriums, der Bundesbeauftragten, also die Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und des Bundeswirtschaftsministeriums spielen da auch noch so ein bisschen mit rein, haben dann eben gesagt, ja, Upload-Filter im Prinzip schon, aber mit bestimmten Ausnahmen. Was wir wieder für ein bisschen kontraproduktiv halten, wo das Bundesjustizministerium aber wahrscheinlich versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben und Schlimmeres, also quasi maximal ausgreifende Filter abzuwenden.
Wo wir allerdings sagen, na gut, wenn du einmal eine Zensurinfrastruktur hast, ist auf jeden Fall blöd. Sollte man nicht machen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sich das Ganze weiter ausspielt. Da wird mein Kollege Dimitar Dimitrov aus Brüssel gleich noch mal ein bisschen zu erzählen, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, was da so die Player sind und was man genau noch machen kann. Also momentan shiften die Kompromissvorschläge auch noch so ein bisschen wieder in eine bessere Richtung. Also die bulgarische Präsidentschaft hat zum Beispiel heute wieder was vorgelegt, was ihnen ein bisschen Hoffnung macht. Und letztlich ist Axel Voss auch nicht der einzige Spieler auf dem Parkett, sondern Artikel 13 speziell wird noch von jemand anderem betreut. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das könnte dann eben zu zu mehreren Vorlagen kommen, die dem Europäischen Parlament im Endeffekt vorgelegt werden. Problem ist nur, wenn da nicht Alarm gemacht wird in Brüssel, wird wahrscheinlich was kommen, was wir alle nachher nicht haben wollen. Genau, aber dazu würde ich dann einfach mal rübergehen zu Dimitar Dimitrov, What's Up Brussels. Er ist Kopf unserer EU-Arbeitsgruppe und unser Top-Weasel da, Wikimedia-Enthusiast. Genau, rufen wir ihn an und hoffen wir, dass das mit der Technik genauso funktioniert, wie wir das vorhin geübt haben. Also es hörte auf zu klingeln, aber es kam noch nichts weiter. Sehen wir mal. Ja, hallo. Hallo, oh. Dimitar. Wir hören dich schon, wir sehen dich noch nicht. Ah. Da sollte ich jetzt wieder da sein. Perfekt. Herzliche Grüße aus der Seabase. Du hast ja gerade schon im Livestream ein bisschen mitgehört, wahrscheinlich so mit 2-3 Minuten Verzögerung. Aber jetzt ist es, wo stehen wir jetzt? Was passiert? Ist es jetzt die letzten Tage passiert? Was passiert jetzt und was können wir tun? Genau, also die letzten 2 Minuten haben wir wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, aber ja, erstmal schönen Abend aus Brüssel. Wir stehen hier in einer Situation im Rat, wo die deutsche Regierung halt vor einigen Tagen ihre Position mitgeteilt hat, in der sie sagt, okay, Uploadfilter, also wie du gemeint hast, im Prinzip schon, aber mit einigen Ausnahmen. Interessanterweise, aber nicht unerwartet, hat dann natürlich die bulgarische Ratspräsidentschaft praktisch 24 Stunden später nachgelegt und eben genau das vorgeschlagen, was die deutsche Regierung eigentlich in ihrer Position drin hatte. Das heißt, ja, Uploadfilter schon, aber bitte hier die Wikipedia ausnehmen und Wissenschaft und Bildung. Wie das genau funktionieren soll technisch, ist keinem klar, aber das ist jetzt der letzte Stand und der wird am Donnerstag beim Gruppenarbeitstreffen im Rat, also das Arbeitsgruppentreffen der Urheberrechtsgruppe, das wird dann diskutiert. Was vielleicht wichtig ist, um hier die Situation zu verstehen, die Großwetterlage im Rat in Brüssel sieht folgendermaßen aus. Die Franzosen, also Frankreich, will halt nun unbedingt diese Uploadfilter, weil sie sich absolut überzeugt sind, dass eben hier US-amerikanische Monopolisten viel zu viel Geld von der französischen Kultur wegnehmen und viel zu wenig halt in die Staatskassen einzahlen. Und die deutsche Regierung verharrt halt auf ihrer Position, dass sie das Leistungsschutzrecht unbedingt will. Das heißt, wir haben jetzt folgenden Kompromiss hier, also sozusagen Kompromiss hier bei der Großwetterlage im Rat, dass die Deutschen halt den Franzosen gesagt haben, okay, wir unterstützen euch bei der Vorfilterung, wenn ihr uns beim Leistungsschutzrecht unterstützt. Das Problem ist, dass die kleineren Länder da eigentlich keine so großen Interessen beim Thema Urheberrecht haben, sollten sie, ist aber nicht groß genug. Also Bulgarien zum Beispiel kümmert sich im Moment eher so um Schengen, Griechenland, da geht es halt auch eher um halt irgendwelche Finanzthemen Italien ist gerade, also in Italien ist gerade keiner abrufbereit und das Vereinigte Königreich, das ja normalerweise immer sehr, sehr aktiv war, auf den hört jetzt niemand. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich so eine Situation, wo Deutschland und Frankreich hier in einem relativ lockeren Kompromiss zusammen entscheiden können, was nun in diesem Rat passiert. Und dem gilt es entgegenzuwirken. Eine Sache, die in Brüssel halt noch überhaupt nicht angekommen ist und das auch bei den Vertretern deutschen Regierung hier in Brüssel, ist halt dieser Koalitionsvertrag.
Der Koalitionsvertrag sagt ja eben klipp und klar, die deutsche Position sein sollte. Und das sickert hier nicht durch. Das heißt, eine Aktion, also etwas, das man unbedingt machen sollte, ist eben diesen Koalitionsvertrag hier wirklich an die Leute bringen und dann wirklich auch ein bisschen Druck machen und vielleicht auch in Deutschland öffentlich sagen, hey, im Koalitionsvertrag sagt die SPD eine Sache und hier das von ihr geführte Bundesministerium nimmt aber eine komplett andere Position ein im Rat. Das geht nicht. So, wie gesagt, das wird alles jetzt am Donnerstag verhandelt. Was vielleicht viel spannender ist, heute hat es wieder ein Treffen im Europäischen Parlament gegeben. Das heißt, ein Treffen des Berichterstatters Axel Voss von der EVP, also von der CDU, und von den Schattenberichterstatterinnen der anderen Gruppen. Herr Voss hatte ja Ende Februar einen Kompromissvorschlag gemacht, der praktisch dem Kompromiss, also dem Vorschlag der Kommission, sehr, sehr nahe stand. Also weiterhin Vorfilterung, weiterhin kein Schutz für User-Generated Seiten und Intermediäre. Und danach kam halt eben dieser Brief aus Deutschland, wo Wikimedia Deutschland mit der Bitkom und dem Bundesverband Verbraucherzentrale zusammen dann wirklich auch ein bisschen Lärm gemacht haben und eine Reihe anderer Organisationen, die das unterstützt haben. Was auch gekommen ist, einige deutsche Firmen, wie zum Beispiel Bosch, haben sich auch ganz konkret hier im Europäischen Parlament gegen diese Upload-Filter gestemmt. Das hat dann insofern Wirkung gezeigt, dass Herr Voss nun einen nachgebesserten Kompromissvorschlag vorgeschlagen hat. Der wurde heute diskutiert. Nun ist das halt immer am Tag der Diskussion nicht genau klar, was da drin abgelaufen ist beim Gesprächen. Aber also die Meldungen, die wir jetzt bekommen haben, sehen so aus, dass praktisch der Vossche Vorschlag mehr oder weniger den Gegnern von den Upload-Filtern eher gefallen hat und mittlerweile die ALDE, also die Gruppe der Liberalen, sich aber sehr dagegen stemmt und unbedingt noch diese Upload-Filter drin behalten will. So sieht's aus. Also es wurde halt besprochen, dass weiterhin die Gruppe der Plattformen, die hier verpflichtet werden soll, strengere Maßnahmen gegen illegale Inhalte zu treffen, soll jetzt in der nächsten Woche zwischen den Berichterstattern im Europäischen Parlament weiter definiert werden. Ich bin mir sicher, E-Mails und Textvorschläge kommen da sehr gelegen. Das nächste am 15. März, also nächste Woche in Straßburg. Und ja, so sieht es aus. Also es geht darum, ich glaube, dass das Wichtige hier ist zu merken, also erstens, die deutsche Regierung verhält sich nicht so, wie der Koalitionsvertrag das eigentlich vorsieht. Und Herr Voss ist selber, glaube ich, nicht so sehr im Thema drin und beeindruckt sich schon von offenen Briefen und von Medienaufmerksamkeit in Deutschland und ist danach auch bereit, sich etwas zu bewegen. Das heißt, als To-Dos wären halt eben genau diese Sachen zu empfehlen. Okay, dann vielleicht noch die Frage von mir an dich. Also wir sitzen jetzt hier lustig in der Seabase zusammen. Was ist jetzt deine Handlungsanforderung oder deine Handlungsempfehlung an uns? Ja, also mehr Interviews, mehr offene Briefe, mehr Medienaufmerksamkeit, wenn das geht. Ansonsten, also die Axel Voss-Meme-Seite ist mittlerweile auch in Brüssel relativ bekannt, also zum Teil zeigen auch Leute drauf. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Wirkung zeigt. Vor allem, was auch wirklich zum Teil helfen würde, ist halt, wenn mehr deutsche, sagen wir mal, Startups, wenn mehr deutsche Industrie halt irgendwie mit an Bord kommt und sagt, nein, das geht doch gar nicht. Aber auf jeden Fall öffentliche Aufmerksamkeit aus Deutschland hilft sehr, sehr stark. Also Deutschland ist im Moment wirklich halt ein bisschen auch der, also wird halt die Entscheidung, also den Weg in die Zukunft führen sozusagen.
So, ich hatte euch ein Märchen versprochen, das ist irgendwie doch ein bisschen länger und frustrierender geworden, aber wie es so oft ist in der Politik. Aber ich weiß nicht, wenn ihr nach diesem ermüdeten Vortrag noch ein paar Fragen zu dem Thema habt, in der Konkretisierung, dann herzlich gerne, da hinten sehe ich auch schon die erste. Irgendwo habt ihr hier noch ein zweites Mikrofon versteckt. Wo hinten? Ah, da. Dankeschön. Danke euch beiden für die Einblicke. Mein Name ist Daria von LOAD, Verein für liberale Netzpolitik. Ich bin deswegen sehr überrascht, dass ausgerechnet die ALDE jetzt irgendwie sich für diese Upload-Filter einsetzt, weil mir das nicht besonders liberal erscheint. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, warum, also was deren Argumente sind und ob sich das vielleicht irgendwie unterteilt, ob das Liberale aus bestimmten Ländern sind, weil die ALDE ja auch durchaus recht unterschiedliche Strömungen hat. Genau, also das ist tatsächlich so, in den allermeisten Ausschüssen steht die ALDE auf der, also von uns aus gesehen, richtigen Seite, das heißt gegen Upload-Filter. Und die Mehrheit der Gruppe ist auch dagegen. Allerdings wird die Position im Rechtsausschuss, und der ist halt eben federführend und entscheidend hierbei, vom französischen Abgeordneten Jean-Marie Cavada wird sie bestimmt und von einem dänischen und portugiesischen Abgeordneten als Gruppe halt für die ALDE gemacht in diesem Ausschuss. Und so wie es halt das Schicksal anscheinend will, sind all diese drei Leute wahrscheinlich die konservativsten Leute, die sich in der ALDE finden lassen. Die sitzen jetzt aber halt im für uns falschen Ausschuss. Das heißt, es wäre vielleicht auch schon zum Teil sinnvoll, hier auch bei den, also bei den Liberalen nachzulegen und zu sagen, also bitte so sehr für Upload-Filter dürft ihr jetzt auch nicht sein. Gibt es noch eine andere Frage? Okay. Ansonsten haben wir euch leider keine Sterntaler mitgebracht, aber wir haben euch ein paar Upload-Filter hier mitgebracht, die ihr bitte nicht zum Kaffeekochen verwenden könnt mehr, aber die durchaus für die ein oder andere Öffentlichkeitsarbeit schon mal zu verwenden sind. Die nehmt euch gerne großzügig, wir haben ein paar da. Schickt sie euren Lieblingsabgeordneten, was auch immer, oder macht ein Foto damit, was auch immer ihr wollt. Aber europäische Politik ist manchmal super. Wir haben eine bulgarische Ratspräsidentschaft, die sind relativ klein und die brauchen dann eben auch Unterstützung von der Kommission. Und die suchen sich dann dort Experten, die dann dahin geschickt werden, um an bestimmten Sachen mitzuarbeiten, zum Beispiel an der Urheberrechtsreform. Und ratet doch mal, aus welchem Land dann natürlich entsprechend Experten entsandt werden, um die europäische Vertretung der Bulgaren da zu unterstützen. Was wäre das Blödestmögliche jetzt für uns in diesem ganzen Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich? Oh ja, französische Beamte schreiben auf bulgarischer Ratspräsidentschaftsseite mit an diesen Kompromissvorschlägen. Also wenn da aus Deutschland und aus unserem Dunstkreis nicht entsprechend Gegendruck kommt, dann haben wir bald eine ganz große Katastrophe. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn wir uns demnächst hier sehen, dann haben wir vielleicht endlich mal eine Abstimmung, denn eigentlich sollte das schon geklärt sein, bevor ich eingestellt wurde bei Wikimedia Deutschland, das war im November. Hoffentlich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, haben wir dann keine Upload-Filter auf europäischer Ebene. Ja, vielleicht nur noch was zum Zeitpunkt der Abstimmung. Es wurde, also normal hätte die Abstimmung Ende März stattfinden sollen und es wurde gemunkelt, dass vielleicht Herr Voss dann sagt, sie findet erst im April statt und sie dann trotzdem im März stattfinden lässt, damit halt hier keine Kampagnen entstehen können, also keine Gegenkampagnen. Deswegen bereiten wir uns für Ende März Abstimmung vor im Rechtsausschuss. Allerdings hat er anscheinend heute im Ausschuss seinen Kollegen und Kolleginnen hoch und heilig versprochen, dass er das auf jeden Fall auf April verschiebt und dass das halt nicht Ende März stattfinden soll. Das heißt, also schriftlich haben wir es noch nicht, aber er soll es heute versprochen haben, dass die Abstimmung erst Ende April kommt. Okay, dann vielen Dank. Tschüss. Okay, das war es jetzt auch schon mit dem netzpolitischen Abend. Vielen Dank an Dimitri, an John und an Bernd und an Arne.
und vielen Dank fürs Kommen. Der nächste netzpolitische Abend zum Thema Dateneigentum findet am 3. April statt, also ganz kurz nach Ostern. Wir hoffen alle, dass ihr auch in so großer Zahl wieder da seid und noch einen schönen Abend.